endlich wieder 11.11. Es ist super Tradition, hier das Rathaus zu stürmen. Wie ist denn die Stimmung in diesem Jahr, nach diesen 2 Jahren Pandemie, aber jetzt schon wieder die nächste Krise? Also ich freue mich, dass die Stimmung so gut ist. Wir haben hier heute gesehen, viele Gäste, alle Vereine, die immer dabei sind, waren auch heute wieder dabei gewesen. Wir als KVL haben wieder ein Lausitzer Prinzenpaar, was Karnevalsblut hat und eigentlich läuft alles wie geplant. Wir haben die Sessionseröffnung heute hier hinter uns gebracht mit positiven Ergebnissen und ich denke, das geht die nächsten Tage Schlag auf Schlag. Wir sind heute unterwegs. Viele Vereine haben heute Veranstaltungen, morgen Veranstaltungen und die nächsten Wochenenden bis zum Dezember sind eigentlich voll. Das heißt, man kann in diesem Jahr mal wieder richtig Vollgas geben, was ja wirklich lange nicht möglich war, oder? Ja, wir geben richtig Vollgas. Wir gehen davon auch aus, dass die Session so ablaufen kann, wie wir es gewöhnt sind. Und ich glaube auch, unsere Höhepunkte, die Gala, heute steppt der Adler, das wird eine ganz besondere Veranstaltung werden. Wir haben ein neues Bühnenbild, das können wir das erste Mal präsentieren, das ist 2 Jahre eingelagert. Wir freuen uns unwahrscheinlich drauf und der Zug der fröhlichen Leute, davon gehen wir aus, dass wir auch einen ganz großen Zuspruch haben. Sind denn die Karnevalsvereine noch weiterhin stabil aufgestellt oder gab es auch tatsächlich Abgänge oder auch wirklich Vereine, die gesagt haben, wir können einfach nicht mehr? Also ich muss sagen, Gott sei Dank, das ist so, der KVL hat seine Mitglieder behalten. Das ist auch eine große Herausforderung gewesen, sicherlich für jeden Einzelnen. Und ich glaube auch für jeden Verein ist es eine große Herausforderung, die Mitglieder zusammenzuhalten. Es gibt ja viele Gründe, das ist Corona, das ist jetzt die Situation, das sind finanzielle Themen, die eine Rolle spielen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir auch in der Politik eine klare Linie haben, damit wir wieder unsere Sponsoren sicher haben, damit wir wieder auch unsere Veranstaltungen finanzieren können und Karneval und die Tradition weiter gepflegt werden kann. Wer Karneval unbedingt mal erleben sollte, warum eigentlich? Warum er das erleben soll, das ist schwer zu sagen. Er muss es einfach mal erleben, er muss es mitmachen. Entweder es ist seine Sache oder es ist nicht seine Sache. Aber es ist einfach eine Tradition, die wir weiter aufrechterhalten. Fasching, Fastnacht, Karneval. Und ich glaube, wer einmal die Luft geschnuppert hat, der kann nicht mehr davon lassen. In dem Sinne, fröhliches Hello.